Dieser Kristallwürfel hat es in sich. Die Physikerin Cornelia Denz speichert mehr als 1000 Gigabyte Daten in diesem Speicherkristall. Mit Licht. Hier werden die Daten nicht auf eine Oberfläche geschrieben, sondern das gesamte dreidimensionale Volumen des Speichermediums wird genutzt. So etwas nennen die Fachleute einen holographischen Datenspeicher. Licht ist nicht nur schneller als der elektrische Strom, es besitzt auch eine höhere Informationskapazität. Unsere Rechner heute arbeiten teilweise schon mit Licht, beim Schreiben und Auslesen von Informationen in den sogenannten optischen Laufwerken, CD und DVD. In der Elektronik speichern sie Punkt für Punkt, während man, wenn man mit Licht speichert, zum Beispiel in Holographie, die gesamte Information eines Bildes auf einmal speichern kann. Also schneller und viel höhere Datenmengen, die bearbeitet werden können. War die Elektronik die Schlüsseltechnologie des 20. Jahrhunderts, so wird die Photonik die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts sein. Das, was Halbleiter bewirken, können heute optische Systeme schneller und besser. Aus Science-Fiction-Filmen ist das bekannt, auch aus älteren. Wenn Sie an den Film Odyssee 2001 denken, da ist es genau so. Der Computer, der dort allumfassend rechnen kann, ist ein Computer, der aus Kristallen besteht und in dem optisch gespeichert wird. Heute sind wir schon sehr nah an dieser Realität. Wir können im Labor holographische Speicher realisieren, in denen Kristalle ganz hohe Datenmengen auf sehr kleinem Raum speichern können. Und es gibt Firmen, die so nah an der Umsetzung sind, dass man in einigen Jahren sicher auch holographische Kristallspeicher kaufen kann. Damit wir in Zukunft nicht nur ungeheure Datenmengen speichern, sondern auch mit Licht rechnen können, daran arbeiten weltweit viele Forschergruppen. So auch die Quantenphysiker an der Uni Stuttgart. Und das mit, wie sie versichern, unkomplizierten Technologien. Im Gegensatz zu dem, was viele meiner Kollegen machen, ist das, was wir hier machen, experimentell relativ einfach. Es geht nämlich darum, einzelne Atome in einen Diamanten einzuschleusen. Stickstoff. Und diese kleinsten Verunreinigungen dienen dann gewissermaßen als Prozessor, als sogenannte Quantenbits. Die Quantenphysiker können einzelne Stickstoffatome mit einem Joystick ansteuern und mit einem Laser beschießen. Dann werden unzählige Lichtteilchen wieder abgestrahlt. Und diese tragen die Information in sich. Man kann davon ausgehen, dass ein Quantenrechner, der einige 10 Quantenbits hat, vielleicht 50 oder 80 Quantenbits hat, eine Rechenkapazität haben wird, die heutzutage nur Supercomputer haben werden. Bei Taktraten, die allerdings viel geringer sind. Was bei diesem Rechner hinten rauskommt, ist Licht. Einzelne Photonen sind die Informationsträger. Doch von einer massenhaften Anwendung der Quanteninformatik sind wir noch weit entfernt. Die fragilen Quantenzustände müssen einerseits sehr gut von der Umwelt abgeschirmt werden, doch andererseits müssen sie von außen manipuliert werden können. Aber vielleicht ist es auch gut so, dass das Computersystem der Zukunft noch auf sich warten lässt. Würde er heute schon funktionieren, der PC aus Laser und Diamant, er würde die Welt aus den Fugen geraten lassen. Das heißt, von einigen Hunderttausend bis 100 Millionen Jahren, die man brauchen würde, um so einen Code zu knacken, ist das Problem letztendlich auf die Zeit von wenigen Minuten oder Stunden reduziert. Das heißt, diese Art von Datenübertragung wäre dann per se nicht mehr sicher. Und da ein guter Teil des weltweiten Handels ja eben elektronisch funktioniert, würde das bedeuten, dass man auf diese Art und Weise mit den Prinzipien keine sicheren Daten mehr übertragen könnte. Das ist dann ein Fall für die Quantenkryptographie. Die Verschlüsselung von Daten mit Licht. Doch mit diesem Thema könnte man einen weiteren Abend füllen. Wir werden also in Zukunft mit Licht in jeder Hinsicht rechnen können.